So, da will der Max also rein hier. Was steht da oben? Sieh dir den Kiefer vom Aussichtspunkt an. Was für ein Kiefer? Ach so, der Kiefer war das Portal nach Gastown. Okay, also das ist da oben eher so ein Spähpunkt. Jetzt gucken wir erstmal hier. Wie kommen wir denn da rein? Ah, okay, also darüber. Ich guck mal, ob ich hier unten was finde. Was können wir denn hier alles? Historisches Relikt 1 und Schrott 5. Also so viel gibt es hier gar nicht zu finden. Ich dachte, hier gibt es mehr. Ja, was haben wir denn? Eine Patrone haben wir noch. Ja, das ist auch alles. Volle Gesundheit und genug Wasser. Dann würde ich mal sagen, rauf da. Die zwei Sniper haben wir ja schon weggeholzt. Schumi, du passt da unten gut aufs Autochen auf. Komm, rauf da. Ich hoffe, das waren nur zwei Sniper. Alter, ich habe da was gehört. Irgendwas war da. Ich guck erstmal, ob wir hier noch irgendwas finden. Schrott oder so. Hallo? Ne, da ist keiner. Wir könnten da die Leiter rauf. Oder aber wir gucken hier erstmal. Ja, ich komme gleich. Locker bleiben. Bin gleich da. Was? Bucklers. Klingt, als hätten die Schilde. Buckler, ist das nicht ein Schild? Hier, guck mal, was wir da haben. Habe ich das genommen? Ne, komm, nimm das mal. Dann hätten wir jetzt sogar zwei Schuss. So. Dann gehen wir die Herden mal besuchen hier. Nutze Ausweichen, um Rempelangriffe von Feinden mit Schilden. Ah, die haben tatsächlich Schilden. Ey, na, ist Gott jetzt hier. Aber kriegen wir uns mal wieder ein hier. Pom, pom, in den Rücken. Jetzt holt er sein Schild raus. Okay, wie funktioniert das genau? Ja, komm mal. Komm her, komm. Hui. So, und auf den Rücken. Ich würde sagen, das war's, oder? Nee, jetzt packt er nochmal sein... Ja. Nein. Ja, okay, man muss wirklich warten, bis er daneben gestürmt ist. Komm, stürm mal. Huhu. So, und... Okay, nee, er muss wirklich daneben stürmen. Daneben. Ah, du bist aber auch ein zäher Bursche. Nee, ich benutze dafür jetzt nicht die Shotgun. Komm, einmal daneben, komm. Ja. Und Blautz. Ich würde sagen, das war's. Was hat er denn? Oh. Ey, das. Wo kommt ihr denn her? Zack, gleich der nächste hier. Lass mich in Ruhe. Nein. Ich bin mit dem Schild-Heini fertig geworden, dann werde ich ja wohl mit euch fertig. Oh, das hat ihm wehgetan. Das tut mir leid. Hat er sein Schild fallen gelassen? Oh, das wird ja immer komplexer. Gib mal das Schild her, komm. Ich will das haben. Ist ja der Hammer. Guck mal hier. Ach nee, das war nur Schrott, ne? Okay, es war nur Schrott. Ich dachte, ich könnte den Schild benutzen. So, ich habe eine Hacker-Axt. Die werden wir natürlich ausprobieren. Jetzt ist die Frage, wo bin ich gerade hergekommen? Ich glaube, da aus der Ecke, ne? Ja, hier um die Ecke bin ich gekommen. Ich gucke mich nochmal ganz kurz um, nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. Ich glaube aber nicht. Insignien gab es ja hier nicht. Ich bin ja mal auf die Hacker-Axt gespannt. Oh, da ganz oben müssen wir drauf. Wo geht's denn hier hin? Hallo? Keiner da. Unglaublich. Und hier? Da geht's nicht lang. Hier geht's auch nicht lang. Hier gibt's garantiert irgendwo Schrott. Oh, und vor allem gibt's Wasser. Wartet. Es ist nicht viel, aber wir können's noch voll machen. So. Wo ist der Schrott? Da ist... Aha, das Relikt. Ich meine, der Schrott ist nicht ganz so wichtig. Aber solche Sachen hier, die Relikte, historisches Relikt drehen. Oh Gott. Zelda, das ist dein Großvater Hank. Macht mich traurig, dass du ihn nie treffen konntest. Okay, das muss auch irgendwas aus der Mad Max-Geschichte sein. Aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Egal, Hauptsache, wir haben's. Habe ich die Axt noch? Jawohl. Die möchte ich nicht. Möchte ich nicht verlieren. Ich glaube, hier sind wir durch. Ja, ist egal. Wenn wir nicht alles an Schrott finden, ist das nicht so
ist das nicht so wild. Ich habe mitgekriegt, mittlerweile kriegen wir schon von den ganzen Lagern, die wir eingenommen haben, bis zu 100 Schrott. Also pro Fuhre. Also das ist schon eine ganze Menge. Wo zum Teufel geht's hier bei? Ja, Tatsache, hier geht's hoch. Hast du deine Axt noch? Ja. Komm, ich will die mal ausprobieren. Ich hoffe, ich finde noch jemand, an dem ich die testen kann. Nein! Rauf da, komm. Nimm die Axt mit. So. Ach, guck mal. Hier kann man auch runtergehen. Kann man nicht, okay. So. Ey! Okay. Das scheint Gastown. Nee, ist das Gastown? Da haben wir einen Sniper. Was heißt hier irgendwas mit Preparation? Da fahre ich rein und randaliere. Sieht so ein bisschen aus wie der Eingang zu... Wie hieß die Stadt von Mad Max 3? Ja, und die Artillerie, die ist kein Problem. Da schieße ich mal mit der Harpune drauf. Da, wo die Donnerkuppel stand. Wie hieß die? Weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay, aber wenn das alles ist... Hier, guck mal hier. Die zwei Sniper und hier ein bisschen Artillery. Das dürfte eigentlich kein Problem sein, oder? So, jetzt habe ich mir den angeguckt. Und nun? Der Kiefer. Ja, da werden wir definitiv rein müssen. Ist die Frage, was machen wir jetzt? Okay, ich soll wieder zu meinem Auto zurück, alles klar. Ich habe bei weitem nicht alles gefunden. Was haben wir da noch? Da lag noch irgendwas, oder? Ja, Hundefutter. Ne, brauchen wir jetzt aber eigentlich nicht. Komm, wieder runter. The car needs more power and grip. It needs side armor and a grill to shield the nose. The Hunchback can make it happen, if I bring him the parts. Alles klar. Okay, also er will das Auto vorher noch weiter pimpen. Denke mal... Oh Gott, guck mal hier. Was haben wir denn da? Schrott 2 von 5. So. Kann man hier irgendwo durch? Nee. Ja, wie gesagt, den Schrott müssen wir nicht unbedingt alles einsammeln. Also er hat gesagt, er würde sich gerne vorher noch ordentlich das Auto pimpen. Dann würde ich mal sagen, machen wir dieses Gebiet auf jeden Fall noch leer hier. Bevor wir uns mit Gastown anlegen. Kann ich hier runter hopsen? Ja. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Das war ja einfach. Ich dachte, das wird schwieriger, hier rein zu marschieren. Aber, da komme ich nicht lang. Aber offenbar war das alles nicht so wild. Okay, ich würde gern noch hier den einen oder anderen Schrott, nur ein bisschen, kommen. Haben wir hier nicht noch irgendwas? Da hängt zum Beispiel was, guck mal. Immerhin, dann haben wir jetzt 3 von 5. Ich will ja nicht alles haben, aber ein bisschen was hier, komm. Haben wir hier noch irgendwo... Welchen Sinn und Zweck erfüllen? Nee, ich glaube, hier lag das Relikt rum. Okay, komm, wir gehen raus. Pfeif auf die 2 Schrott. Ihr merkt, ne? Wie ich sage, pfeif drauf und dann hier noch stundenlang drin rumrenne. Haha, hoho, wie lustig. Hier ist aber auch nichts. Und wo geht's hier lang? Hab total den Überblick verloren, wo hier... Warte mal, wo geht's denn hier lang? Ich glaube, das ist einfach nur ein anderer Aufweg. Also ein anderer Weg nach oben, oder? Oder nach unten? Da. Ah, guck mal, da haben wir die 4 von 5. So. So, aber ich glaube, das war's jetzt. Pfeif auf das letzte Stückchen Schrott. Kann ich hier... Pass bloß auf. Ja, jetzt hat er sich wehgetan. So, du hast schön aufgepasst hier. Your plans for this car, building it up. You gotta do it before we can get past the jaw. These black fingers are ready to dance, Saint. Oh, yeah, and I know just the steps too. It's called the Jack, a wasteland classic. We pull it off in our
chances of survival grow tenfold. In the harpoon? Soon, soon. But she needs the basics first, huh? The car's weak. Agreed. Let's return to Jeets first, huh? Then I'll show you the plans. Alles klar. Okay, er will zurück zu Jeets Festung. Hauptmission abgeschlossen. Ich muss am Kiefer vorbei, um nach Gastown zu gelangen. Reiner Selbstmord. Okay, er will das Auto vorher noch etwas pimpen. Ich habe hier noch irgendwas gesehen. Hier war doch irgendwas, oder? Nee, hier war nichts mehr. Benzin haben wir hier. Ich könnte höchstens mal gucken, ob ich mir... Muss ich noch ein bisschen tanken? Ich guck mal kurz nach. Also, ich finde, das sieht gar nicht so schwach aus. Hier, komm. Tanken. Wie viel haben wir denn? Aha. Viel war es nicht. So, was ist fallen lassen? So, zack. Ich sagte fallen lassen. So. Also, er will zurück zu Jeets Fest. Na, guck mal, ob wir vorher nicht noch irgendwas einnehmen hier. Lass mal gucken. Also, wir haben hier noch... Ah, das ist wieder so ein Rennen. Ah, das möchte ich eigentlich nicht machen. Hier hätten wir einen Ausguck. Hier hätten wir nochmal Griffer, also den Typen, wo wir aufsteigen können. Ich würde fast sagen, wir nehmen hier noch so ein paar Sachen mit. Hier, da können wir noch vorbeifahren. Und bei Griffer eigentlich auch, oder? Komm, wir nehmen das noch mit. Wir bewegen uns langsam wieder zurück zu Jeets. Da haben wir noch ein Ölpumpenlager. Das könnten wir auch noch einnehmen. Ja, komm, so langsam zurück zu Jeets. Wir brauchen eh die Teile. Ja, ich switch mal auf die Harpune. Und dann fahren wir mal hier lang. Vielleicht finden wir auch noch einen Konvoi, da hätte ich jetzt auch wieder Lust drauf. Hier habe ich vorhin randaliert, glaube ich. Ja. So, was haben wir denn hier? Komm, wir fahren hier einfach mal querfeld ein. Konvoi links, rechts. Ne, keiner da. Angeblich ist das ja hier nur eine Wasserstelle, aber trotzdem findet man da ja Sachen. Hallo! Kommen Sie doch mal rüber, Mann! Oh, jetzt steckt er da fest. Das ist aber gemein. Das ist ja... Kann ich den trotzdem plündern? Hallo, Monsieur. Was ist denn jetzt passiert? Hallo! Hallo! Was war das? Was war das denn? Habt ihr... Was war das? Und warum haben wir nur noch Teile? Oh! Verdammt! War das der Wirbelsturm eben? Der mich da... Nee, das war... Ich glaube, das war... Ach, du meine Güte! Moment, hier ist ein Wirbelsturm! Können wir warten, bis der Wirbelsturm vorbei ist? Scheinbar nicht. So, dann eben ohne. Zack, zack, zack! Ist. Blocken! Blocken! Und weiter geht's. Zack. Und der nächste. So, der letzte. Ne, der vorletzte. Du brauchst überhaupt nicht ankommen hier. Oh, wie sieht er denn aus? Nee, nix Mighty Duster hier. Ich will ja eigentlich nur da rein. Warte mal, der hat noch irgendwas. Wo ist denn der Wirbelsturm jetzt? So, lass mal gucken. Was gibt's denn hier? Schrott- und Putzcrew-Teile. Oh, seht ihr? Genau deswegen sind wir hier nämlich. Genau deswegen sind wir hier nämlich. Weil wir hier nämlich nichts finden. Genau deswegen sind wir hier. Weil hier nichts zu finden ist. Deswegen. Ich glaube, hier runter geht's, ne? Halten, klettern? Nee, das wollen wir nicht. Was ist hier drin? Da haben wir zumindest einmal Schrott. So. Einmal schon. Das war alles hier drin. Ich dachte, hier geht es vielleicht tiefer rein oder so. Dann ist das bestimmt draußen. Die Putzcrew-Teile. Die würde ich gerne haben. Was ist das? Wasser brauchen wir nicht. Dann ist das hier. Komm, dann ist das hier irgendwo. Da unten. Ich habe da irgendwas gesehen. Oh, wo geht's hier hin? Aha, aha. Ein fieses, gemeines Versteck. Und da sind auch die Putzcrew-Teile. Ja, damit.
So. Dann lass mal reingucken da, komm. Zwei von drei der benötigten Teile. Putzcrew. Was auch immer eine Putzcrew macht. Ich habe keine Ahnung, liebe Freunde. Eine Putzcrew. Aber was der Max da vorhin abgezogen hat, da, als ich aus dem Auto gestiegen bin. Oh. Nee, das Benzin brauchen wir gerade nicht. Das da hinten dürfte die, das dürfte der Kiefer sein. So, bin wieder da. Das hätten wir. Wo ist Jeets Festung? Komm, dann fahren wir noch hier rüber und nehmen hier noch dieses Ölpumpenlager ein. Mehr Ölpumpenlager heißt mehr Schrott pro Zeit und mehr Spaß. Haha. Ja, wo geht's lang? Da. Ich glaube, ich muss hier so um die Ecke. Hallo! Zack! Haha! Komm! Wo ist dein Fahrer? Ich hab den gesehen. Okay. Moment. Hab's gleich. Jetzt hat er einen Unfall gebaut. Ey! Zieh die andere Tür halt auch noch raus. Komm. So, die andere Tür ist auch raus. Den hätten wir reingelegt. Der hat irgendein Symbol über dem Kopf. Der muss irgendwie was Besonderes haben. Bleib hier. Nee, nochmal. Komm. Hui! Zack, die Bohne. So, was hatte der jetzt Besonderes? Ach, er will noch. Ja, guckse, ne? Guckse. Ach, guck mal hier. Zeng! So. Was ist an dem besonders? Warum ist das eine 1? Warum ist das eine 1? Bringe dieses Fahrzeug zurück zur Festung. Wollen wir das mitnehmen? Das sieht doch mal lustig aus. Komm, das bringen wir mal zurück. Aber, bevor wir das zurückbringen, warte mal. Bevor wir das zurückbringen. Da ist Schrott da hinten. Der Schrott, den kann ich nicht einfach... Schön da bleiben, nicht die spawnen. So. Ja, victorious, tralala. Nehmen wir mit. Und jetzt haben wir auch schon wieder 300. Da müsste man gleich wieder was upgraden können. So, ich weiß nicht, ob ich davon was habe, wenn ich das Ding mitbringe. Vor allem ist hier was. Oh, alle 5 Meter. Macht mich doch kirre, Freunde. Alle 5 Meter ist hier irgendwas. So, aber hier muss irgendwas sein. Das ist bestimmt unterirdisch. Aha. So, rein da. Something about this place makes my hair stand up. Wieso? Was ist denn hier? Ah, wo kommst du her? Geht's wohl nicht ganz gut, mein Freund. Trink mal kurz was. So, ja, und... Ey, ich hab ja wohl den ersten Schlag hier. Mon frère. Da kommen schon wieder welche, sag mal. Zack, zack, zack. Oh! Der hat mich geboxt. Der hat mich... Au! Was machen die denn da? Was ist das? Ey, ihr seid wohl bekloppt. Was ist denn da explodiert? Ich weiß es nicht. Das hat mir gerade alles nicht so gefallen, was ich hier gerade gemacht habe. So, trink mal was, komm. Was hat er hier? Hackeraxt. Was zum... Was ist das? Ich wollte ja nochmal nachgucken. Schrott-Crew-Teile. Oh, das ist gut und Schrott. Kann man hier... Ah, guck mal hier. Wir haben ja ein Brecheisen. Komm, mach auf. Und hier haben wir die Schrott-Crew-Teile. Sehr cool. 2 von 4. Na, es wird.
Bin gespannt, was passiert, wenn ich das alles habe. Und noch einmal Schrott müsste hier rumliegen. Was haben wir hier noch so? Hallo? Okay, dann vielleicht hier rauf. Da hinten ist Munition, die hätte ich gerne. Die haben mich ja mal total überrascht hier gerade. Was habe ich da gerade aufgenommen? Messer und eine Snipergewehrkugel, sehr cool. Da ist der letzte Schrott. So. Einmal nochmal. Ich glaube, die Waffe brauchen wir gerade erstmal nicht. Das ist die Frage, wie kommen wir raus? Ach hier, wie praktisch. Hab alles. Messer, 4 Schuss Munition, sehr cool. So. Wer hat hier gerade links um die Ecke geparkt? Irgendwo ist hier noch einer. Ist der oben drauf? Kann den ja nicht so stehen lassen, oder? Ich guck mal oben drauf. Da scheint noch irgendwas zu sein. Ach nee, das ist das Auto hier. Alles klar. So, den hätten wir. Jetzt fahre ich... Ich fahre erstmal zurück, oder? Oder ich fahre hier hin und nehme das Ölpumpenlager ein. Ich hoffe dann, das Auto bleibt da stehen hier. Und ich kann das dann nachher mitnehmen. Gott, ist das langsam. Ich nehme es trotzdem mit, komm. Wenn jetzt allerdings ein Konvoi kommt, bin ich absolut unbewaffnet. Das Ding hat weder eine Harpune, noch hat es eine Ramme vorne dran. Also da müssen wir echt aufpassen. Ich fahr mal ein bisschen abseits. Ich will eigentlich keinen Konvoi haben. Da waren wir schon. Das ist, glaube ich, der... Ja, das ist eine Wasserstelle. Die brauche ich jetzt gerade erstmal nicht. Nee, ich will das Ölpumpenlager haben. Ist jetzt der Treibstoff... Oh, der Treibstoff ist... Shit. Stirb doch einfach! Ey, mein Auto! Okay, der hat noch eine Kühlerfigur, die brauchen wir unbedingt, ne? Ah, nimm mal den Schrott mit. Kann ich mal kurz hier... Scham rufen? Ja, ja, ihr habt's gesehen, ne? Der... Ich will das Ding nicht aufgeben. Da ist wieder so ein Auto rumgefahren, was eine Kühlerfigur vorne drauf hat. Und ich habe zwar eine Kühlerfigur vorne drauf, aber nicht hinten drauf. Hey, komm, wir fahren mal zu dem... Eigentlich wollte ich ja mal... Muss mal kurz gucken. Ah, ist noch ein ganzes Stück. So, erstmal von der Straße hier runter. Da ist auch noch was. Super, super Fleck. Ja, mach's doch kaputt. Ich seh das schon. Komm, ich mach das Ding komplett kaputt. So. Was haben wir hier? Ah, Sniper, Vorsicht, Sniper. Raus hier. Nein, lass das. So, hier unten wird er mich wohl kaum treffen, oder? Wie kommt man denn hier rauf? Ah, hier, oder? Nee, kommt man auch nicht rauf. Prügel ich mich halt mit denen erstmal hier unten drunter. Das ist überhaupt kein Ding. Wo sind die denn? Ich höre sie. Ja, wo ist denn hier der Aufgang? Ich will rein zu dem Typen. Wisst ihr was? Ich schieße den auch runter. Ich habe da kein Problem mit. Hey, kommt mal her hier. Kommt mal her. Kommt. Ihr müsst hier drunter kommen, weil das Problem ist, dass der Sniper mich sonst erwischt. Ist egal. So. Wie komme ich da oben rauf? Ich will da eigentlich rein. Da, guck mal hier, das geht doch. Hallo, wie geht's denn so? Mich hier von oben besnipern gibt's mal gar nicht. Und du, dich gibt's hier auch mal nicht. Was willst du? Muss ich erstmal blocken, ja? Da, und jetzt gibt's aber... So.
Benito. Nein, ich wollte hier das. Das wollte ich haben. Munition ist schon mal gut. Aua! Wer war das? Da hinten, ich sehe es. Oh, verdammt. So, Suchgebiet 100%. Trink mal kurz was. Den schnappen wir uns auch. Wenn wir schon mal hier sind, ganz ehrlich. Nee. Ja, staub alles ein, das ist okay. So, jetzt nähern wir uns hier von der Seite. Und dann sagen wir Hallo. Nein, nein, nein. Nein, nein, mein Freund. So nicht. Ah, ah. Wie kommt man da rauf? Ja, komm mal rauf. So nicht, mein Freund. So nicht. Ey, das ist blöd. Okay. Wie kommt man denn da rauf? Wie komme ich da rauf? Warte mal. Ist vielleicht hier irgendwas? Zur Not, ich schieße ihn auch mit der Schrotflinte runter. Zum Beispiel so. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da rauf? Komm ich da rauf? Nee. Komm, rauf da. Nee, das ist es nicht. Da kommt er nicht rauf. Ich meine, da ist ja eine Leiter, aber wie... Komm ich da hochgesprungen? Nee. Kann ich hier irgendwas machen? Auch nicht. Und wie sieht's hier aus? Ja, da kann ich einmal durchlaufen. Das bringt's aber auch nicht. Wie kommen wir da rein? Ohne Witz, Freunde. Ich weiß es nicht. Ich meine, da ist eine Leiter. Aber wie kommen wir an diese Leiter ran? Warte mal. Oh, halt. Was ist das hier? Warum nicht gleich so? Warum nicht gleich so? So. Hätten wir auch die Munition nicht verballern müssen? Na, dann haben wir hier noch was. Lecker. Das gute Bellofit. Das ist so ein Scheiß. Der isst hier Hundefutter. So, was kann man denn hier alles finden? Nur noch eins von zwei Schrott. Das Ding brauchen wir eigentlich da oben, ist es. Ich sehe es. Und da ist vor allem Munition. So, einmal Schrott, zwei Sniper-Gewehr. Cool, immer gut. Den Ballon spare ich mir gerade mal. Ich glaube, den brauchen wir gerade nicht.